Ja, hallo zusammen hier am Mainzer Schillerplatz an diesem schönen spätsommerlichen Samstagnachmittag, zwei Wochen vor einer sehr entscheidenden Bundestagswahl. Mein Name ist Sebastian Seifert, ich bin Wissenschaftler an der Johannes Gutenberg Universität hier in Mainz und wir schließen hier heute so ein bisschen unseren Wahlkampf, der unter dem Motto stand Klima vor Ort. Vor sieben Wochen ging es los mit einem Wahlkampf-Event unter dem Titel Klimaschäden vor Ort im Mainzer Lennebergwald. Das stand damals, wir erinnern uns vielleicht noch, im Zeichen des furchtbaren Hochwassers, was wir im Westen unseres Landes damals hatten. Schon davor gab es deutliche Einschläge der Klimakrise. Wir hatten davor 50 Grad Celsius am 50. Breitengrad in Kanada. Fast 40 Grad Celsius wurden in Sibirien gemessen. Und auch davor hatten wir schon einige Hochwasserereignisse und Unwetter, beispielsweise in Baden-Württemberg und in Bayern. Danach kamen dann furchtbare Brände am Mittelmeer. Wir können aus all dem zusammenfassen, die Klimakrise ist da, jetzt und hier. Und noch mehr, all dies ist nicht ein neues Normal, sondern es ist der Beginn von Schlimmerem. Wie viel schlimmer, das bestimmen wir. Das ist keine Panikmache, das ist keine Schwarzmalerei, das ist keine Drohung, das ist schlichtweg Wissenschaft. Am 9. August erschien der jüngste wissenschaftliche Bericht des Weltklimarats IPCC, ein Gremium aus seriösen WissenschaftlerInnen, das in der Vergangenheit stets seine Worte mit äußerstem Bedacht gewählt hat. Und das ja tatsächlich in der Vergangenheit auch schon mal falsch gelegen hat, in dem Sinne, dass seine Vorhersagen milder waren als das, was dann letzten Endes eingetreten ist. Und dieses seriöse Gremium von hochrenommierten WissenschaftlerInnen spricht jetzt von nichts Geringerem als von der Überlebensfrage. Es geht nicht darum, ein schönes Leben zu führen, sondern es geht darum, ob überhaupt ein Überleben zum Ende dieses Jahrhunderts auf diesem Planeten möglich ist. Darum geht es. Was verdammt nochmal kann wichtiger sein? Deshalb gilt Klimaschutz jetzt oder nie. Es geht schlichtweg um alles. Der verschlafene Wahlkampf, den wir erlebt haben, in dem wir Scheindebatten führen um Lastenfahrräder und in dem wir uns noch nicht mal um so läppische Fragen wie ein Tempolimit oder Solardächer einigen können, muss mit diesem wissenschaftlichen Weckruf spätestens aufhören. Was brauchen wir noch an Zeichen? Menschen verlieren schon jetzt durch Folgen der Klimakrise alles. Hier und jetzt in Deutschland, in Rheinland-Pfalz. Und der jüngste Bericht des Weltklimarats IPCC, der liest sich wie das Drehbuch eines Weltuntergangsfilms. Aber dieser Film läuft bereits. Hier und jetzt. In Deutschland, in Rheinland-Pfalz. Ich habe lange versucht, die Menschen positiv abzuholen. Ihnen die Chancen des Wandels aufzuzeigen, den Blick optimistisch nach vorne zu richten. Ich bin ein Stück weit gescheitert. Im Wahlkampf ist mir so dermaßen viel Ja, aber und wie stellen Sie sich das denn alles vor, begegnet. Ihr macht euch keinen Begriff. Die Krise ist da, ja, aber offenbar nicht in den Köpfen und noch viel weniger beim Handeln. So aber werden wir scheitern. So werden wir weiter mit Vollgas, ich sag mal im Schlafwagen, in Richtung Abgrund brettern. Jetzt ist die Zeit aufzuwachen. Jetzt ist gerade noch Zeit für eine Vollbremsung und für eine Kurswende. Der Markt wird uns nicht retten. Technologien werden uns nicht retten, jedenfalls nicht einfach so von selbst. Retten können nur wir uns selbst durch politischen Willen zur technologischen und gesellschaftlichen Wende. Klimaschutz ist Menschenschutz. Klimaschutz ist das Ein und Alles. Die Klimaliste ist deswegen auch keine Ein-Themen-Partei, was uns gerne mal nachgesagt wird, sondern sie ist die Themenpartei. Das Thema Klima ist das Überthema für einfach alles, für Gesundheit, für Wohlstand, für Freiheit, für Sicherheit, für Frieden, für einfach alles. Und auch für Wirtschaft und Finanzen. Jeden Euro, den wir heute beim Klimaschutz sparen, zahlen wir später vielfach, in Größenordnung zehnfach und noch mehr, für Folgeschäden. Und das ist dann keine Investition, das ist schlichtweg eine Reparaturausgabe. Um es auf den Punkt zu bringen, Krise kostet, Schutz spart. Und zwar nicht nur Euros, auch Wohlbefinden und Menschenleben. In der Tat wartet Investitionskapital aus dem In- und Ausland nur darauf, in Sonne und Wind fließen zu dürfen. Regenerative Energien haben schon jetzt die geringsten Strompreise. Kohle hält sich nur deshalb am Markt, weil sie stark subventioniert wird. Würden wir hier den Markt frei walten lassen, wäre der Kohleausstieg längst passiert. Freiheit hiervon und Freiheit für ein selbstbestimmtes Leben in einer stabilisierten Welt erreichen wir nur,
durch Sonne und Wind. Das hat uns auch das Bundesverfassungsgericht am 29. April bestätigt. Bei unserem zweiten Event unserer Wahlkampfreihe Klimachancen vor Ort haben wir gesehen, dass die Energiewende nicht ein Verzicht und Einschränkung bedeutet, sondern massiv Jobs schaffen kann, Strompreise nicht erhöht, sondern de facto stabilisiert und Deutschland eine Vorreiterrolle in der Welt beschaffen kann. Und auch bei unserem dritten Event Klimavisionen vor Ort haben wir das gesehen. Und wir haben gesehen, dass eine Mobilitätswende kein Rückschritt in eine vorindustrielle Zeit wäre, sondern ein Fortschritt. Klimaschutz auf allen Ebenen ist ein Fortschritt in eine neue Zeit, in der Menschen im Mittelpunkt stehen, in der das Miteinander zum Maßstab wird. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, ja, warum machen wir das denn alles nicht schon längst? Die Antwort ist ebenso klar wie einfach. Es sind starke Lobbyinteressen, die dem entgegenstehen. Die Vertreter davon nennen uns Träumer und träumen doch selbst einen unsäglichen Traum vom ewigen Weiter-so, vom ewigen Wachstum und vom ewigen Recht, unser aller gemeinsame Atmosphäre als ihre kostenlose Müllkippe verwenden zu dürfen. Dieser Traum weniger ist der Albtraum vieler. Wir aber bieten Wissenschaft statt Lobbyismus. Wir vertreten keine Ideologie, sondern die Natur und ihre Gesetze. Wir bieten Klimapositivität statt Klimaneutralität. Und damit retten wir letztlich eigentlich gar nicht das Klima, sondern uns selbst. Nicht durch Verzicht und Einschränkung, sondern durch eine ganzheitliche Wende. Wem der Wind der Veränderung ins Gesicht bläst, der läuft in die falsche Richtung. Wenn wir aber nicht wenden, dann fegt uns genau dieser Wind weg. Das hat nichts, aber auch gar nichts mit Radikalität zu tun. Der politische Wille nach einer bewohnbaren Erde in 50 Jahren ist nicht radikal. Er ist Vernunft und Verantwortung. Manche nennen uns Aktivisten. Ja, das passt. Wir sind aktiv. Wir wollen den Wandel gestalten, statt Krisen zu verwalten. Die Polemik von Ökodiktatur und Verbotspolitik ist billige Masche. Die, die das sagen, führen uns in ein Desaster, in dem wir ganz andere Probleme haben werden als Debatten um Lastenräder, Tempolimit und Solardächer. Die, die uns nachsagen, Klimaschutz würde Wirtschaftsinteressen entgegenstehen, zerstören massiv Jobs in Zukunftssektoren und bremsen und blockieren das einzig Vernünftige. Aber damit ist jetzt Schluss. Wir alle sehen deutlich, wohin uns das führt. Und wir spüren deutlich, wohin uns das weiterführen wird. Jetzt endet dieser Weg. Wir lassen nicht länger zu, dass alles aufs Spiel gesetzt wird, was uns lieb und teuer ist. Schutz ist wählbar. Erhebt eure Stimme und vergebt sie mit Bedacht. Eine andere Welt ist möglich. Das Wissen ist da. Die Technik ist da. Es fehlt lediglich am politischen Willen. Deshalb äußert euren Willen und macht den Traum wahr. Dankeschön. Thank you.